Hey Bergmann, in diesem Level musst du scheißen, aber du musst erstmal nach dem Klo suchen. Viel Spaß. Okay, Mist besetzt. Suche schnell ein anderes Klo. Okay, was hängt uns da hinten raus? Also es scheint ja wirklich dringend zu sein. Wir sollten uns ein bisschen sputen jetzt. Ja, ja, ich weiß. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels, der ersten nach den zwei Spezialfolgen, in denen wir die bestbewertetsten gespielt haben. Jetzt legen wir wieder einigermaßen chronologisch fort. Legen wir fort, das gibt's nicht. Wir fahren fort chronologisch, was nicht möglich ist, da es bei mir immer noch durcheinander ist und wir geben es einfach auf jetzt. Deswegen einfach querbeet. Ich bin trotzdem auf der, ich glaube, dritten oder vierten Seite, also dürfte es zumindest einigermaßen stimmen. Und wir legen einfach direkt einmal los mit Herr Bergmann Backflip von Niklala. Hey Herr Bergmann, oder hey Baggy, hier nochmal ein Level von mir. Hoffe, sie gefallen dir. Wenn ja, dann sag es mir bitte und ich mache mehr. Viel Glück und Spaß, bist der Beste. PS, musst noch erst mit dem Level-Editor Color kommen. Okay, gucken wir mal trotzdem. Bewertung war ja nicht allzu schlecht. Viel Spaß und viel Glück. Tipp, keine Links-Rechts-Taktik. Aber es sind doch Minen. Ich muss doch die Links-Rechts... Ja, es tut mir leid. Ist es jetzt Cheaten? Wow, Backflip? Ja, okay. Ein guter Start. Also ich verstehe echt nicht, wie er das hier mit der... Also ohne die Links-Rechts-Taktik würde schaffen wollen. Aber wir haben es ja geschafft. Oh Gott. Aber das ist Tim uns nochmal flöten gegangen. Das ist nämlich ein bisschen laut. Deswegen mache ich mal ganz kurz einen ganz kleinen Tick leiser. Um dann fortzufahren mit... den hatten wir schon, mit dem Heli-Fall von Fabi. Und Fabi, den kenne ich noch, weil Fabi hat nämlich das allererste Happy Wheels Level erstellt, dass hier jemand unter dem Namen Herr Bergmann eingereicht wurde. Okay. Mit dem Typen, glaube ich, habe ich noch nie gespielt. Oder vielleicht einmal kurz, ist das hier schon der ganze Sinn der Sache? Ich verstehe es nicht so ganz. Hallo, lass uns frei. Lass uns hier raus. Alter, Junge. Was hast du denn? Was? Kommen wir hier irgendwie durch? Irgendwie sieht das nicht so danach aus. Das ist wohl offenbar irgendwie momentan Sperrmüll und alle werfen aus ihrem Fenster den ganzen Altmüll raus. Das mache ich nämlich auch immer. Okay, aber es hat keinen Sinn. Ich komme hier nicht weiter. Es tut mir leid, Fabi. Keine Ahnung, was du da noch eingebaut hast. Machen wir weiter mit RoboLP, auch ein altbekannter Name hier. Herr Bergmann, Bergmann-Welt. Dies ist der erste Teil der Bergmann-Welt. Ich habe mir dieses Mal sehr viel Mühe dafür gegeben. Ich hoffe, dir, Herr Bergmann, und den anderen gefällt's. Okay, schauen wir mal. Hui, eine Farbexplosion. Sehr schön. Hallo, Herr Bergmann. Dies ist der erste Teil von der Bergmann-Welt. Okay, das hatten wir schon. PS, das erste Level von mir sollte nicht nur dafür sein, Werbung zu machen. Es tut mir leid, wenn es so rüberkam. Ja, alles cool. Bin noch nicht lange, bin noch nicht nachtragend. So, gucken wir mal. Huch. Müssen wir die Münze uns da snacken? Das geht vermutlich schon gar nicht. Aber ich scheitere schon wieder hier an der Geschichte. Okay, wir müssen da mit Vollspeed rüber. Okay. Oh, hui. Und das war's schon? Ich höre irgendwas. Ich höre was Lautes. Okay. Okay. Zack. Oh. Uiuiui. Trollololololol. Wieso trollololololol? Jetzt sag nicht, das ist hier alles, oh Mann. Ich hoffe, du meinst das Ziel, dass das Trollololol war. Und nicht jetzt das ganze Level. Hm, ach Leute. Oh, jetzt komme ich da nicht über dieses Ding rüber. Manchmal macht Happy wie jetzt mich auf so viele Arten sauer. Einfach nur sauer, dann bin ich einfach rüber da. Wir riskieren's. Okay, das war blöd. Du, aber komm. Oh Mann. So. Oh, okay, alles klar. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Es tut mir leid, aber Robo, ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, ehrlich gesagt. Also, das war ja irgendwie komisch. Machen wir weiter mit Mr. Killerboy 501 Epic Yummy. Oder Jummy. Hey, hallo Baxman und andere. Dies ist mein erstes Level. Ich hoffe, euch gefällt es. Alter. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Das war sehr, sehr laut gerade. Es ist ein bisschen kurz. Soll ich mehr Level machen? Das ist die gleiche Art wie das Level oder ein Mainstream-Level? Es gibt ein kleines Secret. Secrets sind cool. Wow. Hallo Bergmann und andere. Dies ist mein erstes Level. Okay, Secret. Das ist ja ein... Also ein...
Hey, ganz viele Bergmann-Köpfe. Aber das ist doch kein... Ich dachte, das Secret müsste ich jetzt selber so entdecken. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Secret auf jeden Fall. Der Bergmann-Kopf scheint momentan irgendwie öfter Verwendung zu finden. Das gefällt mir. Gucken wir mal, was uns auf dem eigentlichen Wege erwartet. Okay, okay. Alles noch relativ out of order. Leider ist das Level ein bisschen kurz, weil der Editor eine Blockbegrenzung hat und ich alle Blöcke verbraucht habe. Okay, ja, aber das war doch trotzdem... Wo hast du denn die ganzen Blöcke verbraucht, Mensch? Für die ganzen Bergmänner vielleicht. Bergi-Fan. Herr Bergmann, erstes Level schwer, aber schaffbar, wenn man sich clever verhält. Clever mit C, mein lieber kleiner Freund. Kleiner Tipp, Ladies first. Okay, also die Frau hier, ja? Schieben wir sie einmal rein. So, Ladies, los geht's. Oh, okay. Ah, wegen der Harpune. Das ist aber auch tricky. Das ist aber sehr charmant von uns. Guck mal, wir kriegen nicht so richtig Speed drauf gerade, ne? Achtung, Achtung, Wind, 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 Wind. What? Oh, alles gut. Alles gut. Oh, Alter, da hat Timmy... Hat Timmy uns gerade mehr oder weniger... das Leben gerettet. Nur mit wieder kurz darauf selber. Oh, Ladies, nochmal kurz. Oh. Hui, ja, 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 ja. Können wir die nicht auch nochmal mitnehmen hier? Dass sie uns auch nochmal ein bisschen... Kommen Sie, Frau Schneider. Machen Sie mal kurz. Zack. Splash. Jetzt benutzen wir Frau Schneider, um galant und sicher zu landen. Aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Okay. Einmal noch hier. Kleines Kaffee. Oh, oh Gott. Aber schaffen wir auch so. Habt ihr es gesehen? Wir haben zwar irgendwie irgendein Bein verloren, glaube ich. Aber egal. Hucha. Jui. Nu, eigentlich... Ey, och, och, Manu. Na gut, na gut. Es hat nicht sein sollen. Aber lustige Idee mit den Frauen. Auch wenn es natürlich etwas barbarisch ist. Aber war mal ein Element, das ich ganz lustig fand. Jetzt weiter mit iFreezePlayZ. Hallo, Herr Bergmann und andere. Bitte seid nicht zu streng mit mir. Mein erstes Level und komme noch nicht so gut mit dem Level-Editor klar. Das Level heißt auch erstes Level. Aber weißt du was? Das kenne ich. Das hatten wir schon. Ja, das passiert, wie gesagt, jetzt, wenn wir hier keine richtige Ordnung haben. Killer Tube hatten wir auch schon mal. Machen wir mal hier oben mit Herr Bergmann Impossible weiter. Denn das Level ist von Herr Bergmann. Hallo Herr Bergmann, das ist meine Herausforderung für Sie. 99,98% Impossible. Ich habe es auch geschafft. Ich weiß, dass es viele Harpunen sind. Ja, wollen wir mal sehen. Harpunen, habe ich ja letztens in der letzten Folge gesagt, dass ich die Level eigentlich ganz, ganz gerne mag. Man muss halt nur, wie gesagt, richtig timen. Okay, das da oben mit der Abrissbirne ist mir auch neu. Guck mal, jetzt haben wir aber schon einen Großteil... deaktiviert. Huch, da ist die nächste deaktiviert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Jetzt haben wir natürlich ganz viele Gefahren hier. Unter anderem die Abrissbirne. Aber auch noch... Was ist denn jetzt los gerade hier? Aber auch noch die eine Harpune da unten. So. Und jetzt müssen wir eigentlich... Die Problematik besteht natürlich jetzt darin, da durchzukommen, ohne dass wir jetzt hier uns irgendwie... Okay, ich weiß, wenn ich es jetzt nochmal probiere, probiere es nochmal und nochmal und nochmal und dann gehe ich mir lieber einmal geschlagen. Machen wir weiter mit Yola Yorka, Herr Bergmann Einhorn, vorsichtig, weil wenn sie die Beine brechen, sieht alles so häselig aus. Also bitte langsam, ich wünsche viel Spaß. Okay, das ist ja schon wieder so zuckersüß hier mit dem Bergmann. So, okay, also nicht Beine brechen, okay, das habe ich verstanden. Hier ist ein kleines Einhorn. Okay. Okay, das hat irgendwie... Hululu! Oh! Okay. Ja, aber das kann es doch nicht gewesen sein. Da war noch mehr drin. Also, es ist so schon super, aber das sah gerade so aus. Oh, okay, ich weiß, es ist häselig. Es tut mir leid. Aber da muss doch irgendwie noch... Na gut, okay. Also, super Level. Also, selbst wenn es dann so kurz ist, sieht man ja trotzdem, dass da extrem viel Mühe reingesteckt wurde. Eben wie mit diesem sehr bizarren, drehenden Einhorn oder eben mit dem Bergmannkopf auf der... Segway-Typ Körpergeschichte. Ihr wisst, was ich meine. Weiter mit Yulumine-Kraft. Herr Bergmann Short. Es ist mein erstes Level für dich, Herr Bergmann. Und natürlich auch für alle anderen. Aber eigentlich für Herr Bergmann. Aber auch für eigentlich alle anderen. So, erklimme den Berg Manjaro. Nach links klicken zum Starten, wenn es nicht geht, okay? Du willst Timmy nur töten. Ihr seid doch echt Paluten. Hallo Paluten. So sollte dein Fahrrad sein. Und dann Z. Alter, what? Okay.
Zack, Z. Oh, hätte ich wieder festhalten sollen. Okay, offenbar. Ja, Timmy. Das ist doch völlig unnötig, dass Timmy jetzt hier leiden musste. Ich verstehe das nicht. Dann gib mir doch lieber einen anderen Spieler, als hier so festhalten. Den. Sturmwaffel, ich fang dich. Das hat nicht geklappt, Sturmwaffel. Sturmwaffel, das hat nicht geklappt. Blutregen. Vielleicht ist irgendwas mit Paluten gerade oben passiert. Ich befürchte Schlimmes. So, aber das ist schon wieder lustig gemacht auf jeden Fall. Auch mit Paluten und Sturmwaffel, das gefällt mir sehr gut. Oh, oh ja. Hä? Ja, das würde ich aber auch mal sagen. Verdammte Axt! Was war das denn? Wir haben das ganze Spiel hier aus den Ankern gerissen und was rede ich eigentlich? So. Festhalten. Super. Nein! Oh, oh. So, Konzentration, Bergmann. Konzentration. Los geht's. Nebenbei wollte ich unbedingt nochmal, stimmt, habe ich ganz vergessen, erwähnen. Schaut doch mal bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich ein Video verlinkt. Sturmwaffe! Ich fang dich nicht. Okay, haben es ja geschafft. Da habe ich ein Video verlinkt von einem großartigen Musiker, der einen 200.000 Abonnenten Bergmann-Song gemacht hat. Unbedingt anhören. So super, wirklich ein super Song. Richtig mit auch wieder, was ich gestern in der Happy Wheels-Folge erwähnt hatte, mit so kleinen Querverweisen, was bislang so für Stories hier entstanden sind auf dem Kanal. Mit Palle, mit Sturmwaffel, mit Dena, mit Hugo der Kralle, mit allen möglichen Sachen. Unbedingt einmal reinhören und lasst mal eine Bewertung da und auf jeden Fall auch einen netten Kommentar wie geile Sache, Bergmann schickt mich, du bist ein sehr, sehr geiler Mann und über jeden Zweifel erhaben. Irgendwie sowas, denkt euch mal was aus, aber zeigt dem jungen Mann mal, dass er es wirklich drauf hat. Genauso wie hoffentlich auch Matui Ryuko mit Herr Bergmann Pogo. Pogo wollte ich eigentlich nicht mehr, aber es hat so gute Bewertungen. Vielleicht schauen wir uns das mal kurz an. Hier mein erstes Level für dich, okay. Also bislang sieht es noch relativ unspektakulär aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das bei dieser Bewertung gleich schlagartig ändern wird. So. Okay. Noch entdecke ich keine neuen Spielelemente. Da vorne sehe ich Trollolol. Coolio, das heißt, da geht es mir nicht weiter. Okay, ein super Level. Aber vermutlich nicht so gut wie von Dark Fire Hunter Klosuche. Hey Bergmann, in diesem Level musst du scheißen, aber du musst erstmal nach dem Klo suchen. Viel Spaß. Okay, Mist besetzt. Suche schnell ein anderes Klo. Okay, was hängt uns da hinten raus? Das ist tatsächlich ein sehr, sehr eigenartiges Level. Ich muss aber auch sagen, dass es durchaus ein paar Punkte wegen der außerordentlich interessanten Gestaltung kriegen sollte. Alter Junge, was hast du da für einen Kram gebaut? Und wieso komme ich hier nicht rüber? Also es scheint ja wirklich dringend zu sein. Wir sollten uns ein bisschen sputen jetzt. Das sieht wirklich sehr, 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 sehr eigenartig aus. Komm. Jetzt ist er kurz ruhig. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt da oben gegen zu tocken. Das ist ja alles auch nicht so ganz hygienisch dann. So, komm. Lass mal hier so. Komm. 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 Er ist auf jeden Fall ruhig jetzt. Scheint gerade besser zu sein. So. Oh, da geht's wieder los. Komm jetzt, komm. Oh. Oder, oh Gott, ey. Das war ja... ich weiß, Bro. Ich weiß. Es tut mir leid, ey. Ja. Yeah. Wie kann man das mit dieser Soundkulisse machen? Oh, da vorne ist die Toilette. Wir haben es fast geschafft. Ja, ja, ich weiß. Ja, okay. Ich sollte vielleicht einfach hier oben drauf. Ja, Alter. Ich weiß, Bro. Wir haben's fast. Wir haben's. Halt noch einen Moment aus. Halt noch einen Moment aus. Wir haben's gleich. Oh. Komm, und jetzt rauf da. Rauf, rauf, rauf. Rauf. Oh Gott, ich weiß. Oh Gott. Ey, wir sind jetzt gerade nicht hier. Oh, Alter. Okay. Oh mein Gott. Alter. Was ein Level. Oh Leute, ihr macht mich fertig. Also, damit soll es für heute gewesen sein mit diesem großartigen Level. Vielen Dank dafür, Darkfire Hunter. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Wenn ja, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Schaut auf jeden Fall auch bei dem Herr Bergmann 200.000 Abonnenten-Song vorbei. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.